Hey ho! Endlich geht's weiter mit ordentlichen Grillvideos. Und heute in der Grillkota, wir machen Puttensteaks. So kleine aus der Brust rausgeschnitten. Dann gibt's dazu Champignons. Ganz einfach gemacht. Kann absolut jeder nachmachen. Und Gemüsereis mit Cashewkernen. Ja, was rede ich lang? Gehen wir darüber, schauen wir uns die paar Zutaten an, was da stehen. So viel ist es gar nicht. Vorbereitet haben wir es schon. Und ja, danach mache ich dann die Steaks oder schneide sie klein. Attacke. So Leute, alles was wir benötigen, haben wir schon da. Heute wird gewürzt mit SPPM. Weil heute haben wir noch Muskatnuss dabei. Also Salz, Pfeffer, Paprika und Muskatnuss. Hier habe ich schon mal unsere Champignons halbiert, weil die wären sonst zu groß gewesen. Zwiebeln und Knoblauch mit rein. Bisschen Tomatenmark brauchen wir dazu. Und ja, dann sowas wie ein Brunch, Typ Knoblauch. Manche würden sich jetzt vielleicht wieder aufregen, Fertigprodukte etc. pp. Für mich ist es völlig legitim. Ja, was haben wir noch? Wir haben frische Bohnen. Dann haben wir hier Paprika und Tomate klein geschnippelt. Und hier natürlich noch Zwiebelchen. Der Reis ist noch im Kochtopf. Und hier die gesalzene, geröstete und gesalzene Cashewkerne. Ist schon offen, weil ich musste die Dinger unbedingt probieren. Dann nehmen wir noch ein Stück Butter mit raus. Dann haben wir schon alles. Was wir jetzt als nächstes machen, ist die Putenbrust schnibbeln und würzen. So Leute, da haben wir sie schon liegen, unsere Putenbrust. Da schneiden wir uns jetzt schöne Steaks runter. Oder zumindest das, was schöne Steaks werden soll. Ausbreiten und dann tun wir sie einfach würzen mit Salz, Pfeffer und Paprika. Fertig. Und dann schüttel ein bisschen Olivenöl unten rein und nachher auch noch oben drüber. Außer wir wenden sie gleich einmal drin. So dass die Steaks halt alle schön mit Olivenöl benetzt sind. Ja. So, dann haben wir die soweit vorbereitet. Die dürfen jetzt noch ein bisschen in die Kühlung. Und den Rest nehme ich gleich mit raus in die Grillkota. Ja, wo wir dann allmählich anfangen. So Freunde, und los geht's hier bis auf die, beweg dich, auf die Steaks habe ich alles jetzt hier herin. Und wenn es vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe die Haube noch etwas tiefer gehangen. Ja, ganz einfach, damit der Rauch besser abzieht und wir hier drin nicht ersticken. Als allererstes werden jetzt wieder die Kohlen angefeuert. Ja, das ist jetzt bloß in den allerersten Grillkota-Videos so, dass ich das alles zeige. Irgendwann später werde ich das mit Sicherheit dann nicht mehr zeigen. Dann brennt hier alles einfach. Also die Feuerstelle, die Grillstelle. Und fertig. Hol ich mal raus. Und machen wir jetzt ein schönes.
kleines Freudenfeuerchen. Jo, haben wir gut mittig platziert. Den hinteren Rost können wir gleich drauf liegen lassen. Den auf meiner Seite, der kommt erst später dann drauf. Und so machen wir jetzt unser Feuerchen so groß, wie wir das brauchen und möchten. Ja, Tisch wieder einhängen. Ich weiß gar nicht, ob das alles auf dem Video drauf ist. Und mal aufs Display gucken. Ja, zur Hälfte hat man es gesehen. Gut, Leute. Lassen wir es anfeuern. Und ja, danach geht es dann natürlich gleich weiter. So, Freunde, die Kohlen sind schön heiß und glühen wie der Teufel. Dann fangen wir hier auch ganz pauschal einmal an. Oh, mit unserem ersten Stück Butter und den Bohnen. Danach dann eigentlich auch relativ zügig die Zwiebeln. Die kann man Zwiebeln am Boden gleichzeitig mit rein tun. Also das wird jetzt unser Gemüsereis. Statt Zitronen hätte es vielleicht ein klein bisschen kleiner schneiden können. Aber wird schon gehen. Gut. Kleine, wie klein? Ja, so nochmal halbieren. Ja, genau. Gut, dann tue ich hier gleich mal auch die Butter rein. Ach, Champignons und den Rest auch gleich mit dazu. Also wie gesagt, heute machen wir das ganz einfach. Und die Pfanne stelle ich einfach am Rand mit dazu. Bisschen auf die Seite tun. Kommt da gar keine Hitze mehr hin. Da kommt schon genügend Hitze hin. Da brauchst du keine Angst haben. Boah, den kann ich ja hier noch die Kohlen ein bisschen verteilen. Hey, das gibt für Löcher, wenn du das so machst. Da hast du für einen Funkenflug da drüber hin. Lauter so kleine Bobberlakett, gell? Ja, ganz wenig. So, und dann lassen wir das jetzt erst einmal schön schmurgeln. Warum? Mir brennt der Pelz hier weg von der Seite hier. Ich glaube, ich wechsle mal die Stellung. Und so lassen wir das Ganze jetzt erstmal eine Runde schmurgeln. Ja, bis es dann eben weitergeht. So, Freunde, die Böhnchen dauern definitiv etwas länger. Aber das habe ich mir fast schon gedacht. Darf ich spoilern? Ja, von mir aus. Wo spoilerst du hin? In unsere WhatsApp-Gruppe. Helfen könnte man sich schon. Sie dann auch so langsam. Ja, das ist doch hervorragend. Die können wir dann einfach dabei auf die Seite stellen, wenn die soweit sind. Dann tun wir die Paprika und die Tomate mit dazu. Doch versteckt man die Bohne in der Glut. Dann können wir nachher dann auch schon die Steaks holen bald. So, Leute, da
Dann kommen unsere guten Steaks gleich mit drauf. Oh Mann, jetzt langsam wird es eng hier. Raus aus der Hitze. Und die werden dann eigentlich auch schon so weit passt. Boah, eigentlich wollte ich das ja heute mit der Backmatte machen. Verdammte Axt, die habe ich hier liegen. Die habe ich jetzt total vergessen. Ach, Menno. Das ärgert mich jetzt. Hier runter, aber nicht der Handschuh. Ja, und kurz vorm Servieren, noch ein bisschen weiter rüber tun. Kurz vorm Servieren tun wir eben dann unseren Reis mit untermischen und die Cashewkerne und in die Pilze dann unser Knoblauch anstreiche ich jetzt einmal. Und natürlich noch würzen und abschmecken. So Leute, dann werden wir hier jetzt gleich den Reis mit drauf tun. Ich glaube, das reicht uns, oder? Ja, das sollte uns reichen. Ein bisschen rüber wieder. Und natürlich das Würzen nicht vergessen. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Paprika noch dazu. Kann ich eigentlich hier auch gleich noch tun. Muskatnuss. Und noch ein bisschen Pfeffer. So. Ob das Ganze sinnvoll ist, das so jetzt in der Grillkota zu machen, sei dahingestellt, es macht auf alle Fälle einen Höllenspaß. Es ist mal was anderes. Aber ich glaube, die Pfanne, die Grillpfanne hier werde ich in Zukunft nur noch für Fleisch nehmen. Und eine normale Pfanne somit aufs Gitter draufstellen, das ist wahrscheinlich sinnvoller. Nummer 2. Kommen die mit der Tournee oder? Nein, die werden extra gegessen, mein Schatz. Ach so. Die sind jetzt auch schon fertig. Dann würde ich sagen, wir können essen. So Leute, Essenszeit. Wo sind die Cashews? Brauchst du die nicht? Die liegen noch da drin, die tun wir doch dann auf den Teller drauf, habe ich gedacht. Oh, da muss ich rumgehen, das wird noch zu heiß sonst.
Schale. Cashewkerne drüber. So, Freunde, und so sieht mein Teller aus. Und jetzt gibt es das Probiererle. Aber vorher muss ich noch die Pfanne vom Grill nehmen, weil sonst verbrennen die Pilze. Ich laber mir hier die Seele aus dem Leib. Ich habe schon gerade den Gemüsereis probiert und den Rest und habe gar nicht auf Play, auf Aufnahme gedrückt. Verdammt nochmal. Nochmal. Leute, die Pute, bloß mit Salz, Pfeffer und Paprika, einfach nur genial. Ehrlich. Und dann die Champignons mit diesem Bunchzeug. Wo andere wieder sich aufregen würden, sechs fertigen Materialien. Es ist einfach nur geil, genial und lecker. Dieser Gemüsereis in dieser Konstellation kann ich auch nur empfehlen. Wow, und jetzt will ich essen. Geil, Omar. So Freunde, dann kommen wir auch schon wieder zum Ende von diesem Video, sprich zum Fazit. Also für mich persönlich war das jetzt heute alles total stimmig, absolut lecker. Ich kann es jedem bloß weiterempfehlen. Es hat wirklich gepasst. Schatz, deine Meinung dazu? War sehr gut. Ist das alles? War lecker. Willst du noch was dazu sagen? Nein. Warum nicht? Weil ich satt bin. Weil ich satt bin. Okay. Leute, was soll ich sagen? Ein weiteres Grillvideo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Däumchen nach oben, Abo, würde mich freuen. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.